So, moin moin, also willkommen zu einem Tutorial. Also ich zeige euch, wie ihr bei Fraps aufnehmen könnt. Also ihr geht in euren Browser rein, ich habe es schon offen, und gebt oben www.fraps.com. Also da gibt es auch eine, und das ist kostenpflichtig, aber es gibt auch eine Testversion. Also bei Testversion geht ihr einfach unter Downloads und dann hier Download Fraps 3.4.1 Setup 2,2 Megabyte. Gehen auf diesen Betriebssystem. Und ja. Um zu kaufen, also geht ich hier unter Buy und dann auf den Banner raufklicken oder was das ist. Dann kommt ihr gleich einmal. Könnt ihr es mal kaufen? Ich mache das nicht, weil ich das schon habe. Ja, weg. Und dann müsst ihr es nur noch installieren und ja, und dann könnt ihr eigentlich schon gleich nach der Einstellung aufnehmen. Also, ihr öffnet dann als Fraps. Also ihr habt das schon installiert, installiere ich nicht nochmal. Ihr werdet wohl gescheit genug sein, um selber zu installieren. Also da ist das generellen Register oder was das ist. Also da muss man nichts machen. Also ich habe da unten mal so ein Häkchen rein. Und ja, also das ist, glaube ich, wenn ich hier auf den Minimieren klicke, dass es unten bei der Toolbar anzeigt. Ja. Also, dann kommen wir zu der FPS. Also, da braucht man eigentlich ganz wenig. Also, hier könnt ihr dann einstellen, wo ihr das haben wollt. Also, ich habe das normalerweise immer rechts unten. Und ja. Wenn ihr es nicht haben wollt, dann braucht ihr noch Hide Overlay. Aber ich würde empfehlen, dass es irgendwo angezeigt wird, weil sonst, wenn ihr irgendwie so abfällt und dann dann nimmt es irgendwie nicht auf und dann ist die Aufnahme am Arsch. Ja, also wenn ihr es halt nicht haben wollt, dann einfach Hide Overlay und dann braucht man eigentlich gar nichts. Dann hier bei Overlay Hotkey, also habe ich F12. Das benutzt man nur, um die Position da zu wechseln, halt zum Beispiel rechts oben, ne, jetzt oben links, halt oben links, na, oben rechts, unten links, unten rechts und dann halt Overlay. Ich lasse es unten rechts. Ja. Das war's dann für FPS. Dazu kommen wir noch ein bisschen später noch ein bisschen dazu. Also, dann geht ihr unter Movies und da sucht ihr einfach einen Ordner aus oder Festplatte. Einfach Doppelklick oder Anklick und dann sucht eure Festplatten aus oder keine Ahnung. Ja, und dann werden sie dann da auch gespeichert. Ich kann es mal zeigen. Ich habe es auf der D, auf Fraps und dann hier schon mal gleich die Aufnahme. Wie man sieht, da schon 35 Minuten als halbe Stunde sind schon 30 GB. Also, das sind schon ziemlich viel. Also, ich nehme mit 30 FPS auf und man kann es auch weniger oder höher machen. Also, ich lasse es auf 30 und ich nehme auch mit Full Size auf. Also, FPS heißt Frame Picture Second, also Frame Pro Seconds heißt das, glaube ich. Und das heißt Bilder pro Sekunde und ja, also ich nehme mit 30 Bilder pro Sekunde auf. Und wenn ihr auf Half-Size aufnimmt, also werden die Dateien kleiner, aber man kann
schlecht auf HD rendern. Also wenn man es auf HD rendert, wird da Qualität relativ auch kleiner, also schlechter. Also wenn ich hier auf Sound Capture Settings dann geht, dann könnt ihr einstellen, ob ihr mit Mikrofon aufnehmen wollt und oder auch ohne. Also ich habe da bei Sound Capture Settings bei Record Win 7 Sound hab ich ein Häkchen und hier ist ein Punkt auf Stereo. Multichannel habe ich nicht probiert, also ja, braucht man eigentlich nicht ausprobieren, weil Stereo reicht. Dann hier macht ein Häkchen rein, wenn ihr mit dem Mikro aufnehmen wollt. Und hier bei diesen Häkchen, da kann man ein Key ausnehmen mit. Und das ist, glaube ich, dass man nur bestimmte Sachen da aufnimmt. Also wenn man halt diese Taste klickt und da kann man da erst etwas reinreden, glaube ich. Also, weil ich ein Let's Player bin, da habe ich das nicht, weil sonst musste ich die ganze Zeit diese Taste klicken und das ist nervig. Also dann kommen wir zu der Hide Mouse Cursor in Video. Also das heißt, dass der Mouse Cursor in dem Video nicht angezeigt wird. Also für mich ist das einfach das Gleiche, ich kann es auch ausblenden oder auch nicht. Ja, also wenn ich da bei Video Capture Hotkey nichts gesagt habe, also das ist nur der Hotkey, mit dem ihr den Video startet und beendet. Also ihr klickt auf einfach Linksklick auf Disable, halt das Zeug da, dann steht da None. Also mein Key ist F9, wie standardgemäßig ist es immer F9. Ja. Also dann haben wir da als schon fertig bei Video. Und dann hier bei Screenshots, da sucht ihr auch einen Ordner aus. Ja, bei mir ist das HTTP, Programme, Fraps, Screenshots. Also ihr sucht euch auch da ein Hotkey raus. Normal ist es F10. Und dann das Zeug, die Format ist bei mir JPEG. Aber das brauchen wir ja nicht. Also das war's dann für diese für die Einstellungen. Da kann man eigentlich schon anfangen zu zum Aufnehmen. So, ich öffne mal Minecraft. Hier. Also wie es sieht, ist da unten rechts die FPS-Zahl. Also ich kann es hier auch zeigen. Hier, so. Hier FPS. Und diese unten rechts, also ich kann da einstellen und jetzt ist es unten links. Und dann hier ist es oben links und dann oben rechts. Bei Hide Overlay zeigt es überhaupt nicht mehr an. Also ich habe da das Hotkey F12, also ich kann es hier F12 und dann fliegt das schon rum halt. Ja, bei FS haben wir dann fertig. Also ich habe hier bei Video Capture Hotkey F9, weil ich mit Camtasia dann aufnehme und das F9 wieder halt das Tutorial auf Pause dann macht und dann wenn ich es nochmal mache, startet das Video, also werde ich da mal F9 klicken. Ja, da. So, also da ist das Zeug dann rot. Und dann nimmt das eigentlich schon auf. Wenn ihr auf eure Festplatten geht oder auch noch,
geht und dann 4 Fraps und dann seht ihr hier gleich hier die Jar-Datei, wie das Spiel halt heißt. Also das ist ein Jar-Datei, also das wird ein Jar gemacht, also programmiert. Also um das Video wieder zu beenden, also klickt ihr einfach wieder auf die gleiche Taste, bei mir ist es hier F9. So, also jetzt ist es wieder auf gelb geworden. Also in dem Video wird die FPS nicht angezeigt, also und das nervt eigentlich auch nicht. Also das wird eigentlich nur das in den Hintergrund aufgenommen, also zum Beispiel nur hier, ja, da rum drum. Also kann man da ein bisschen rumbauen halt. Ja, halt mal das Zeug. Mehr dazu gibt's nichts zu sagen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie man da die Sounds einstellt, dann kann ich gern auch noch darüber ein Tutorial machen oder euch beantworten. Ja, und dann, wenn ihr halt noch Fragen habt, dann fragt einfach. Und ja, also das war's dann für die Story. Das kommt auf mein neues Kanal, der Mirana. Und ich hoffe, es hat euch diesen Tutorial gefallen. Und ja, also bis zum nächsten Video. Bis dann.